Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Heute wollen wir wieder ein bisschen gemütlich bei uns bauen. Der Stall ist immer noch nicht fertig, beziehungsweise wir haben uns ja vor einiger Zeit, haben wir uns ja hier diesen wunderbaren Anlegesteg gegönnt. Heißt also, das Boot ist alles, was fehlt. Ich hoffe, das passt da hin, sonst müssen wir hier nochmal Hand anlegen. Ist aber kein Problem. Es hat ja nur 2 Folgen gedauert. Und, ach, mit dem Beginn der neuen Folge kommt auch die Sonne raus. Ach, Klärchen lacht wieder. Lacht uns wieder schön an. Ich freue mich. So, hier können wir nochmal ein bisschen einsammeln. Genauso wie hier auch. Und dann schnappe ich hier mir nochmal Zahn. Und den Rest können wir da wieder drüben reinschmeißen. So, jetzt. So wird ein Schuh draus. Ausgezeichnet. Und hier die Kohle. So. Ja, den Rest wieder hier reingeschmissen. Es bleibt immer eins übrig. Ist merkwürdig. Wirklich ganz merkwürdig. So, den Krempel hier unten rein. Im Hintergrund hört man schon irgendwelche Schwänze tirillieren. Könnte ich mir eigentlich noch ein bisschen Marmelade kredenzen? Ich brauchte 10, oder? Ich glaube. 10 brauchte ich und hier brauchte ich auch 10. Ein bisschen Honig. Honig habe ich noch am Start. Und was war denn noch? Unsicher. Beerenmarmelade. Ich brauchte nur 8 sogar. Mist. Das war ja... Naja, egal. So, Mietmischung leckt. Ich hab keine Ahnung. Ich muss nochmal in den Dunkelwald. Ich glaub... Das Problem ist, hier steht einfach nicht, was das ist. Und die sind unglaublich rar. Also, bei mir noch. Sind die unglaublich rar? Ich stell mir einfach mal noch Beerenmarmelade her. Da sind wir echt noch gut dabei. Da sind wir wirklich gut dabei. So, sehr schön. Vielen Dank. Den Rest können wir wieder in die Kiste stopfen. 6? Ne, wir haben noch. Ja, warte mal. Eine Sekunde. Eine klitzekleine Sekunde. Metmischung lecker. 5 brauchen wir. Komm, probier mal aus. Ich brauche 5. Ich brauche hier wieder 10. So, Dings habe ich am Start. Honig habe ich am Start. Machen wir doch einfach mal. So, vielen Dank. Das haben wir. Dann schmeiß ich das hier richtig geil in den Bottich rein. Jetzt splattert alle drüber. Jetzt stinkt's wie, weiß ich nicht, eingeschlafene Hundefüße und frisch gebackenes Brot, was jemand gegessen hat, um es dann 3 Stunden später wieder auszuspeien. Ungefähr so. Also jeder, der mal in der Nähe von einer Brauerei gewohnt hat, der weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht so angenehm. Es ist definitiv nicht so angenehm, wenn Maischetag ist. Wir brauchen so viel. Wir brauchen einfach so viel. Wir brauchen nur Zeug und Kram und ich hab leider wenig Zeug und Kram am Start. So, wie sieht das hier aus? Kann man das so lassen? Ist das hübsch. Das ist so unglaublich hübsch. Ich verliere meinen Verstand. Was hab ich denn da? Achso. Ist das kaputt hier? Ja, da ist ein Dächlein drauf, aber ist kaputt gegangen. Also, hier nicht. Das auch nicht. Ditte und ditte. Nee. Zu klein. Zu klein und zu fein. Und es schwebt da oben. Guten Tag. Gucken Sie auch hier? Ist eine unmögliche
ist eine unmögliche Architektur. Es schwebt da oben einfach. Kommen die einfach angeschissen? Ich habe hier schon hier meine Anstrengungen gelobt, ja. Hier klar Schiff zu machen. Aber... Also, das ist im Wald, also den Wald ein bisschen auszudünnen und hier, dass hier mal Friede, Freude, Eierkuchen ist und nicht so viele Gräulinge hier anscheitern, hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Ich würde jetzt einfach ganz dumm dreist, nee, das funktioniert so nicht, oder? Funktioniert leider so nicht. Müssen wir den auch abreißen? Mit genug noch Holz am Start? 4. Das ist natürlich reichlich. So. Machen wir mal einen auf diesen. Den Rest kann man ja wieder zurückbringen. Alles kein Problem. So, Hammer auswählen. Ich brauche die Zweier. Einmal dahin. Einmal hierhin. Den hier oben drauf. Ohne Leiter geht's wieder nicht. Was wirklich nicht so geil ist. So, und dann da oben drauf. Das ist schief und krumm. Warum auch immer. Das ist gerade. Und jetzt. Jetzt wird ein Träumchen, wenn sich das daran schönst. Was schlänzt sich da drüben dran? Warum habe ich hier immer so eine Probleme mit dem Bauen? Verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ist das so kompliziert? Stelle ich mich doof an? Also, mache ich das komplizierter, als es eigentlich sein müsste? Oder verpeile ich hier irgendwas? Ist das so? So, komm ran da. Nein, da. Da ran, bitte. Alter. Ist er jetzt? Nee, ist nicht dran. So, komm bitte. Bitte, bitte, bitte. Warum funzt hier immer nicht? So wie das soll. So wie ich dir geheißen habe. Das will irgendwie da nicht. Warum schlunzt das da nicht ran? Warum möchte das da nicht ranschlunzen? Ich verstehe nicht. Tür auf. Lass mich raus. Ist ja auch... Ist der schief da drauf? Nee. Okay, gut. So, Hammer wieder rausgeholt. Da geht er natürlich drauf. Da oben möchte er nicht. Oben geht er einfach nicht drauf. Hilfe. So, dann... Nein, das war der falsche. Geht das? Der schlunzt jetzt da in der Mitte dran, wa? Der schlunzt in der Mitte, sehr schön. Hallo! Guten Tag! Ich bin beim Bauen! Gehst du bitte weg! Dankeschön! So, dann da oben wieder dran. So, es sieht, hat's ja gesehen, na? Na komm ran. Dazu wird echt immer besser, voll gut. Jetzt machen wir das noch irgendwie schön. Sobald wir das irgendwie hinkriegen, dass wir das schön kriegen, bin mir unsicher. Aber. Ich den da so reinschlunzen? Ich sehe nicht, wo er hin ist. Ach so, okay. Ist er da hin? So, geil. Na, geht doch. Und der andere bitte auch so. Cool, das ist schön. So, das ist so halbwegs... Ist doch nett. So ein Türchen ist doch nett. So, wenn, das... Ich wollte schon
nicht Schweinelager hier. Wenn das ein bisschen zu voll wird, da wäre ich irgendwie, einen Teufel dran tun, die Seite hier irgendwie abzureißen, sondern da wird schön dahinten lang. Schön dahinten lang. So, jetzt können die kleinen Arschkrampen kommen. Kein Problem. Wie stelle ich das an? Und die große Frage, habe ich euch angelogen? Werden wir in dieser Folge gar kein Boot bauen? Mehr davon in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Ich glaube, warte mal, nee, hier hinten. Nicht hit? Wenn wir... wieder rüberspringen und ganz schnell da sind, kann man eventuell die Tür zumachen. Sonst müsste ich eventuell... Ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren. Wir holen uns jetzt hier die kleinen Ferkelchen. Leider haben die keinen Stern. Ist natürlich ein bisschen kacke. Aber... Hallo? Hallo, du Kleine! Na komm her, du süße Steckdosenschnauze. Na komm her, komm ran hier. Ja komm, beiß mir in den Arsch. Der ist dick und saftig. Und rund. So wie du. So wie dein Arsch. Wir sind Arschbrüder. Komm. Na komm, Kleiner. Na komm. Ja, sehr schön. Komm, Purzelchen. Na komm. Ja, komm. Ja, Schnuffkind. Komm rein hier. Nee. Komm rein hier. Ja. Hui. Das ist eine verdammte Axt. Ich müsste... Ja, na komm. Komm, na greif mich an. Ja, greif mich an. Nein. Komm rein da. Mist, die Kack. Warum? Ich hab die Tür nicht erwischt. Aber das ist doch... Na komm. Du wohnst jetzt hier. Ja. Ich hab die reingefangen. Ja, das sieht aber alt aus. Das sieht aber wirklich sehr alt aus. Na komm ran hier. Komm. Oh, ich hab den schönen Stein. Kann ich jetzt... Warte mal. Eine Sekunde. Jetzt nehme ich mir einfach mal... einen Pilz und schmeiß den da drüben rein. Ich nehme mir mal noch ein Pilzchen. Und schmeiß sie mal hier hin. Vielleicht gehe ich auch einfach mal weg. Ich gehe mal kurz weg. Das ist jetzt ein bisschen eingesperrt da. Ich habe ein bisschen Fresserchen reingeworfen. Ich hoffe, das mag Pilze. Der Runenstein hat er gesagt, die Früchte des Bodens. Also noch mehr Boden geht ja eigentlich nicht. Es könnten höchstens noch Beeren sein. Oh, jetzt hat sie es beruhigt. Jetzt läuft es da fröhlich durch die Gegend. Jetzt ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt gekommen, um mit einer Fackel dahin zu gehen. Und dem Schwein mal Hallo zu sagen. Also das Schwein muss ja auch was sehen. Und so, weißt du? Muss ja, dann halten wir die Fackel schön an seine Stute, damit das Schwein auch... Was ist denn da jetzt gerade aufgestiegen? Was ist das? Was passiert da? Was passiert da, Schweinchen? Was ist da los? Sind das... Das sind Herzen? Oder? Das sind gelbliche Herzen. Grünliche. Was soll uns das jetzt sagen? Also Kinder, wenn ihr ein Tier haben möchtet, ja, dann müsst ihr es eigentlich nur einsperren und irgendwann liebt es euch. Irgendwann liebt es euch wie verrückt. Das ist so, die Stockholm-Methode, weißt du? Also ist von Herrn Stockholm. Es ist ein Doppelname, also ein Bindestrich, Stock und Holm. Der hat das herausgefunden. Es klappt. Das war... Okay. Das, funktioniert sogar bei Menschen. So,
genug Scheiße erzählt. Ich habe noch ein bisschen Holz am Start. Ich würde gerne mal einfach ruhig wie ich bin und quietschfidel. Ich trage viel zu viel, aber gleich nicht mehr. Ich könnte ja einfach mal hier reinschmeißen. So, 25, ja. So, den Rest behalte ich aber. Ich brauche noch 20 Kohle. Hui, ich trage viel zu viel. Aber wären wir ja gleich los, kein Problem. So, schnell das hier rein. Und warum ist denn hier immer... Irgendwie haut das nicht so richtig hin hier mit den Zahlen. Ich schmeiße zwar 10 rein, manchmal, manchmal nicht, kommen aber auch nur 9 raus, manchmal bleibt Kohle übrig. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ist komisch. Naja, na dann. So, hier wieder rein, mal kurz mal wieder ausleeren. So schön. Und das Holz brauche ich noch. Und hier ist bestimmt wieder eine Fackel aus. Genau. Und das könnte da rein. Zur Abwechslung könnten wir auch mal wieder schlafen gehen. Aber ich bin so aufgeregt. Ich kann nicht schlafen. Ich fange an zu frieren. Was ist jetzt mit den kleinen Ferkelchen? Kann ich. Das ist so gut. Wildschwein verängstigt. Ich gehe wieder, alle gut. Der schöne Zaun, ich hoffe, der hält durch. Vielleicht nehme ich jetzt einfach mal die Gelegenheit wahr und grill mir einfach mal ein bisschen Fleisch. Machen wir das einfach mal so. Dann können wir doch mal über den Tag sinnieren. Ach, und vor allen Dingen... gemütlich ausgeruht. Ah, 12 Minuten. Was ist das für ein... Was ist das für ein Geräusch? Sind das die Schädel der Toten drüben, die aus der Kiste raus wollen? Was sind so? Oh, das ist der Koch. Also der zweite wäre mir wirklich lieber. Der zweite wäre mir definitiv lieber. Oder hat sich da oben eine Möwe im Schornstein, hat sie sich verirrt? Und, wirkt jetzt elendig an einer Rauchvergiftung. Vielleicht klatscht gleich hier so ein krossgebackener Vogel in der Mitte runter. Sie haben ein neues Rezept erlernt. Gebratener Jonathan. Lecker, lecker. So. Noch 2 Durchgänge, dann haben wir das auch. So, schön gemütlich. Und Unterkunft. Ach Gott. Was haben wir hier? Was haben wir hier getätet? Und wir sind noch längst nicht fertig. Ach. So. Dann hier, dann da. Dorten und dorten. Das einmal, das einmal. Sehr schön. Ach, ist das schön. Das Wikingerleben ist echt ein Traum. Das ist wirklich... Wenn man denn schon mal eine Hütte hat... quasi und mal geil jagen war, dann ist das richtig cool. Am Anfang war das natürlich halb nackt da hinten irgendwie in so einer Bude hocken und nicht wissen, ob man den nächsten Tag erlebt, weil draußen irgendwie merkwürdige, gruselige Kreaturen irgendwie umherkrochen und einem nach dem Leben trachteten. Ach, aber jetzt quasi, wir wohnen ja wie Könige. Also, ich würde mich nicht beschweren, wenn ich so ein Häuschen hätte. Definitiv nicht. Müsste noch ein bisschen Arbeit reinstecken, das definitiv. Aber zur Grundausstattung, die kleine Grundausstattung mit einem gemütlichen Teppich ist ja schon mal da. Och, wirklich. Wir wollen ja hier auch nicht meckern, nicht wahr? Ich würde... wie viel möchte ich denn mitnehmen? Ich lass mal... Mach mal einfach. So, mach mal so. 16 Stück. Oder? Ach, wir können auch eigentlich einen ganzen Stack mitnehmen und ist gut. Nehmen wir einen ganzen Stack mit. Wir finden jetzt unterwegs nicht unbedingt gekochtes Fleisch, oder? Mir war so. Die wachsen jetzt nicht irgendwie auf den Bäumen.
Oder die springen eigentlich gerade irgendwie in den Korb. Oder in den Mund. Da hinten ist schon wieder... Da hinten krepelt schon wieder einer. Wo ist denn Schweini? Da ist Schweini. Hallo, Schweini. Na, du süße Kleine. Na? Na, du? Ey. So, Schweini geht's gut. Schweini geht's gut, Schweini. Ja, was. Er nähert sich wahrscheinlich an. Werden die Herzen vielleicht rot? Und steigen? Vielleicht dick und rot oder so? Ist es vielleicht? Bin mir unsicher. So, da hinten kribbelt auch noch einer, da oben. Ach, ist alles voll. Das kribbelt hier rum, machen und tun. Ich würde das eine Schwein erstmal komplett an mich gewöhnen lassen, weil keine andere Möglichkeit hat, sich an mich zu gewöhnen, weil ich so ein dufter, cooler, netter Typ bin und das mal ganz doll lieb habe und knuddle und nicht, weil ich es von seiner Familie dahin entführt habe und eingesperrt. Das liegt einfach einzig und allein daran, dass sie eben so ein Funzkerl bin, weißt du? Ist einfach ja, so ein cooler Typ. Den muss man einfach lieb haben. Es geht einfach nicht anders. So. Cooler Typ mit gleich gebrochenen Knien. Oder schlimmeren. Ich ramme sich dann auch irgendwann mal meine Oberschenkelknochen direkt in mein Torso rein. Brich dann direkt an der Hüfte ab. So. Ich hab keine Ahnung. So. Das dann hier rein. So, dann können wir hier wieder ein bisschen einsortieren. Davon haben wir wirklich reichlich. Also wirklich reichlich. Hier haben wir wieder Zeug und Kram am Start. Würde mal loswerden. Da gucken wir mal morgen, was wir noch bauen wollen. So, dann habe ich hier noch einen Stein und dann habe ich hier noch Glubschaugen. Vielleicht können wir auch mal lecker Suppe machen von denen. Bin mir unsicher. So, wo hatte ich denn die? Ich hab's schon wieder vergessen. Die hatte ich hier unten. Auch gut. Morgen können wir ja eigentlich auch nochmal ausprobieren, ob wir die kleinen Schweinchen nicht auch mit, mit Beeren füttern können. Wäre natürlich auch ein Träumchen. So, drei Bienenstöcke sind ja eigentlich quasi fast, reichen fast aus, wa? Ja, ist richtig so. Flieg mal weg. Flieg einfach weg, Jonathan. Flieg einfach weg. So, da hinten. Ja. Die wissen nicht, wer hier wohnt. Der Rehfreund. Der Rehfreund wohnt hier. Ich hab immer eine offene Feuerstelle für die köstlichen Rehbraten. So, dann haben wir das Ding. Sieht es aus? Oh, da sind Look hier. Ich brauch 30 Edelholz. Kann ich mir alles ja nicht merken. Ich hab jetzt auch, hier ist auch keine Werkbank mehr am Start. Boah. So, ich baue mir direkt hier hin. Hier. Ich hab kein Holz mehr. Warum? Bald aus. Boah. So, einmal so in Gedanken ist echt. So, ich brauche 30. 30 davon. 10 hiervon. Ich brauche Hirschfell ohne Ende. Hier. Das war jetzt sehr klug. Ich brauche 10 Hirschfell. 20 Harz. Und 80 Bronze. Nein, da waren wir schon. Das brauchen wir nicht. 20 Harz ist kein Problem. Da haben wir reichlich Grauzwerge für umgehauen.
Wir haben wirklich reichlich bei uns Grauzwerge für umgehauen. Ich brauche 80 Stück und nicht einen mehr. So, der Türfell ist jetzt hier drüben. Ist natürlich jetzt immer ein bisschen... Dafür haben wir auch ein paar Hirsche umgelegt. Und mit dem neuen Morgen und der aufgehenden Sonne stich jetzt auch gleich unser glorreiches Boot in See. Ich hoffe, wir können hier auch anlegen. So ein kleines Treppchen bräuchte ich noch. Hätte ich mal ein bisschen mehr Holz mitgenommen, das wäre nicht so verkehrt gewesen. So, Herstellung. Ich brauche die Bank. Genau dahin hätte ich die gerne. Und dann hätte ich gerne mein Boot hier. Ist das der fliegende Holländer? Ist das so? Alter! Holla die Waldfee! Das soll ich alleine fahren, ja? Okay, ist flacher als ich dachte. Ich geh mal nochmal schnell. Man, die hier. Kann ich die abreißen? Dafür haben wir jetzt die da. Oder wir setzen hier vorne hin. Können wir auch immer das Ding reparieren und dann sparen wir uns das einfach. Why not? Machen wir doch einfach so. So, schnell mitgenommen. Herstellung. Stelle ich mir einfach mal. Komm, ich stelle mir die da ein. Und gut, ist so, also ja, indirekte Beleuchtung. Kann man immer sehen, was man da baut. Ist richtig geil. Und ich gehe mal kurz noch mal rein und hole mal noch ein bisschen Holz. 10 Holz haben wir zwar am Start, aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr. Deshalb habe ich jetzt nur 6 mitgenommen. Ich sehe uns gleich schon wieder da hinten rennen und fluchen. Warum zum Geier haben wir nicht den 50er-Stack mitgenommen? So, ich würde sagen, von hier kriegen wir das nicht gebacken. Aber kriegen wir das, geht das, ohne dass ich mir die Netzhaut hier an der Dings rausbrenne. Das funktioniert, sehr schön. Sind das die richtigen? Jo, das sind sie nicht. Das sind sie. So, ja, eine Sekunde. Chirolico! Das hat sehr gut hingehauen. Nochmal. Hui, sehr schön. Und den haben wir wieder rausgeholt. Den haben wir ja noch ausgewählt. Sehr schön. Dann machen wir das so. Das tun wir so. Und das sind ja schon 2 Breite. Könnte ich hier nochmal... Könnte ich hier noch ein bisschen schöner machen. Oh, ist das ein Traum. Das ist so ein Träumchen gerade. Ja. Richtig geil. Ich sehe überhaupt nichts. Warum ist es so? Warum ist es so und nicht anders? Ah. Ich muss meine Augen abwenden. Es geht nicht anders. Es geht einfach überhaupt nicht anders. So. Hui. Geil. Das ist so geil. Was ist das hier? Festhalten. Okay. Gut. Hier muss ich rudern. Kann ich das Segel dann auch irgendwie? Was ist das? Das sind 4. Okay. Kann ich hier... Was kann es sein? Könnten wir hier überhaupt eine Kiste draufpacken? Klappt das? Oder pack die weg.
Oder bleibt ihr einfach stehen? Und wir fahren durch oder so, da fällt ihr ins Wasser und dann ist alles... Ich bin nass. Warum? Ich bin nass. Ich bin wieder trocken. Hä? Okay. Mir habe ich ein bisschen Schiss. Das ist eine große Frage. Jetzt bin ich mir wieder extrem unsicher. Jetzt bin ich mir wieder extrem unsicher, ob ich da eine Kiste draufstellen sollte. Sehr, sehr unsicher. Sehr, sehr unsicher. Scheibenkleister. Bin mir wirklich unsicher. So, den Rest. Ja, gut. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt noch einsacken. Beziehungsweise einschmelzen. Machen wir einfach so. Von den drei Dingern, die wir da am Strand gefunden haben, irgendwie ist da wirklich extrem viel übergeblieben. Ich bin schockiert. So, und dann wieder zurück. Und dann gucken wir doch mal nach dem kleinen Schweinchen. Hallo Schweinchen. Wo ist ein Schweinchen? Ach, das Schweinchen. Hallo Schweinchen. Hallo, Schweinchen ist immer noch ein bisschen angepisst. Warte mal, ich versuche mal mir die Liebe des Schweines mit ein paar Beeren zu erkaufen. Machen wir mal so. Hallo, kleine Süßmaus, da komm her, du. So, guck mal, süß. Süß und lecker, so wie du. Guck mal da. Ist sie das? Schwimme ich nochmal hier hin. Machen wir hier auch nochmal ein. Kann ich eigentlich auch einen ganzen Stick überschmeißen oder fressen sie die mit einmal auf? So, die Pilze sind ja weg, oder? Nicht, dass da irgendeiner von den Gräulingen darüber gestiegen ist, um sich hier den Pilz irgendwie zu mopsen. Das würde ich definitiv von den Viechern erwarten. Steigen einfach über den Zaun, um einen armen kleinen Ferkel hier die einzige Mahlzeit zu klauen. Die einzige Mahlzeit in Gefangenschaft. Quasi wie Brot und Wasser. Und da kommt noch jemand und nimmt dir das Brot weg. Und das Wasser ist nur noch der Regen, der vom Himmel fällt. Das ist so traurig. So schrecklich traurig. Es ist so traurig, dass ich jetzt einen Gräuling noch... Ich muss meine Gefühle muss ich rauslassen. Die einzigen Gefühle, die ein Mann hat. Wut und Müdigkeit und Hunger. Der Hunger nach Blut. Oh Mann, ey. So, nächste Folge würde ich sagen. Ja, ich habe wieder die bösen Worte gesagt. Für jeden, der jetzt noch dran geblieben ist. Schweinchen will irgendwie noch nicht so richtig. Keine Ahnung, müssen wir noch mal gucken. Müssen wir noch mal gucken, was wir da noch irgendwie machen können. Naja. Aber. Quasi all die Mühen und Plackereien, die wir bis jetzt irgendwie noch ertragen mussten, haben sich ausgezahlt. Wir haben hier unsere eigene fette Yacht, in der wir jetzt hier richtig schön über die sieben Weltmeere cruisen können. Und ja, ich würde sagen, nächster Halt, Dunkelwald, richtig geil Trollleder sammeln und Blaubeeren. Also nächste Folge, voll die blaue Stunde. Beeren und Trolle, Trollbeeren quasi. Und ja, wir fahren mit dem Boot. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und zum nächsten Mal. Ciao.